So, hallöchen und herzlich willkommen zum 7. Part von The Legend of Zelda The Wind Waker. Im letzten Part haben wir den ersten Dungeon des Spiels, das Draco-Sanktuarium, angefangen. Und ich hoffe, wir können es heute entweder beenden oder wenigstens kurz vors Ende kommen. Ja, jetzt kommen die Gegner. Die sind relativ nervig, denn denen macht die Lava nichts aus. Mit denen auch scheiße, wenn die wenig Platz haben. Hä? Das war ganz sehr komisch. Muss ich. Also krieg ich die Wand hoch. Ja gut. Dann krieg ich die Wand hoch. Lass mich aber hauptsächlich in Ruhe. So, und mit dem Geysir können wir nun mit der Plattform, die wir ja gerade aus dem Wasser geschaffen haben, einfach hoch gehen. So. Zack. Weiter geht's. Wir sind noch auf etwa einer etwas höher gelegenen Ebene. So. Ah, okay. Die Vase, mit der wir einfach aus dem Dungeon raus können. Das Spiel gibt uns immer noch die Möglichkeit, Feige abzuhauen. Manche sollten das auch wahrscheinlich machen, wenn sie so wenig Skill haben wie ich. Demnach gehen wir nun weiter. Wir haben den Stein weggesprengt. Und nun sind wir draußen. Beim großen Waloo. Der gerade ziemlich angepisst ist, wie es aussieht. Gehen wir weiter. Und die Treppen fallen uns runter. Hier an der Stelle ganz wichtig, rollt nicht. Ihr wisst ja, was passiert, ne? Und sie haben Meduli gefangen genommen und nun sind anscheinend wir an der Reihe. Also sie denken, dass wir an der Reihe sind, aber holy shit, irgendwie nicht da. So einer. Oh, du mieses Schwein. Also wortwörtlich. Hier wird so hart die Fresse zerstochen. Oh, hast es verdient, du Wichser. Das war für die verfickte verwunschene Bastion. Wir haben von ihm noch eine Kugel bekommen mit einem neuen Item, und zwar den Totenkopfkette gefunden. In der Beutetasche auf war die Kette, erscheint auf den ersten Blick ziemlich geschmacklos und ohne großen Wert, aber sicherlich finden sich in Sammelkreisen auch Liebhaber. Irgendwo wird sich schon einer finden, das stimmt. Oh scheiße, habe ich gerade Rubine verschenkt. Darkbean, du bist gekommen, mich zu retten. Ich danke dir vielmals, es ist wirklich schrecklich. Irgendjemand scheint sich einen bösen Streich mit dem Schweif des ehrenwerten Valo zu erlauben. Gut, dass sie nicht Schwanz sagt. Deswegen ist er so furchtbar verärgert. Der Schweif des ehrenwerten Valo hängt im Raum genau unter uns. Dort unten muss also irgendjemand oder irgendetwas sein. Bestimmt haben die Monster, die mich vorhin entführt haben, etwas damit zu tun. Bitte, du musst schnell etwas unternehmen. Ich werde inzwischen die anderen über diese Umstände aufklären. Darkbeauty, nimm das hier und benutze es, um hier wegzukommen. Dessen habe ich mir immer bedient, bevor ich zum ersten Mal hierher kam. Es war ein weit verbreitetes Werkzeug beim Volk der Orni, bevor wir alle Flügel bekamen. Und zwar das Dungeon-Item, der Greifhaken. Ein Gegenstand, der beim Volk der Orni noch aus jener Zeit stammt, zu denen sie noch keine Flügel hatten. Ruf das Item-Menü auf und lege es auf ZX. Wenn du auf dem Boot benutzt, kannst du es im Meer verborgene Schätze heben. Anstelle, an denen er sich festgreifen kann, erscheint dieses Zeichen. Darkbean, hier lang. Ja, nach oben. Dankeschön. Ich suche noch die Vasen, aber da dürften nur einzelne Rubine drin sein.
Also, wenn du den Greifhaken an diese Stange schießt, kannst du dich nach drüben schwingen und gelangst hier weg. Ja, Ziel mit dem Ding. Ist mir schon klar. Nee, nicht Karte. Ja, Knopf hier. Dann genehmigen wir uns das mal. Ich werde noch wahrscheinlich ein bisschen lernen müssen, mit dem umzugehen, aber wird schon noch passen. Nicht wieder runterspringen. Ah, hier geht's lang. Dann gehen wir da lang. Dann in der Stadt der... In der Stadt der Ornis oder im Dorf der Ornis, was auch immer, gab's noch eben auch so eine Stange. Da will ich dann später, wenn wir hier fertig sind im nächsten Part oder übernächsten Part, dann da nochmal hinstanzen und gucken, was da so Schönes auf uns wartet. Ich hab doch richtig gedrückt, was zum Fick ist das? Deswegen ist sie halt so langsam. Ich habe mir sagen lassen, in der HD-Version ist es nicht so langsam. Also in der echten HD-Version. Also auf dem View, da soll das Schwingen doch ganz schön agil gemacht worden sein. Was man halt in der Version nicht behaupten kann. Es ist sehr langsam und sehr, sehr träge. Aber egal, nun sind wir wieder drinnen im Berg. Und zwar haben wir... Fall runter. Holy shit, ist der blöd. Oh. Und zwar können wir mit der... Ding ihm immer sein Item klauen, was er normalerweise droppen würde. Was halt nicht immer garantiert ist, dass er das droppt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter hier. So, die Brücke zerbricht. Wir können uns die Kiste holen. Mit was auch immer drin, mit einem Glücksamulett nehmen wir so mit. Ja, ich habe mir... Warum kriegst du immer wieder diese scheiß Beschreibung? Wir hatten das Item schon mal gefunden. So ist es wie hier. Hier bei dem Käfig, okay. Und in diesem Käfig sind natürlich Seile, die wir wegmachen können. Ach so, ja, das eine Seil hat sich gedacht, nee, ich werde nicht zertrennt. Fick dich, ich werde nicht zertrennt. Na gut. In die Mitte stellen und... Am besten nicht zu stark wackeln lassen. Und so, wenn wir es gleichzeitig machen, dann geht's ab. Okay, gut. Jetzt geht's ein bisschen Jump'n'Run-mäßig unterwegs. Und jetzt klettern wir mal die Treppe nach oben. Dann sind wir hier. Jetzt ist die Frage, was müssen wir machen? Da ist ein Schwingding. Ist es ein Schalter? Ja, es ist ein Schalter. Also es sieht aus wie ein Schalter. Ja, es ist ein Schalter. Gut. Lass mich in Ruhe. Corona, lass mich in Ruhe. Diese scheiß Fledermäuse, ey. Holy shit, bleibt das offen. Bitte sag mir, dass das offen bleibt.
Ja, es bleibt offen. Schön. Gut, dann ab geht's. Ja, das war ja mal mega richtig gut. Wollte sich halt nicht so drehen, wie ich wollte. Ich glaube, ich muss zuerst rüber und dann kann ich mir jetzt richtig rüberdrehen, weil Logic. Wenn die Logik wieder kickt von. Nintendo, na gut. Und schwing und swing dein Dingling. Mein Herz wäre nett, dankeschön. Na, wieso immer ich? Ich sehe schon, wird richtig viel Spaß beim Schneiden haben heute. Holy. Vor allem, ich nehme das erst um 17 Uhr auf. Um 17 Uhr am Vortag. Aber jetzt geht's, dass ich mich hier drehen kann. Komisch. Nein! Warum? Naja. Ich will einfach zu schnell durch. Das ist mein Problem, habe ich das Gefühl. Dass ich einfach zu schnell durch möchte. Ich will heute so viel wie möglich schaffen, weil ich will euch heute noch vielleicht sogar den Boss zeigen. So. Na gut, wir sind wieder full life. Das ist alles, was zählt. Und da sind die Viecher schon wieder. Wenn wir sie mit dem Enterhaken ins Auge schlagen, können wir sie anscheinend in diese Kugelform da verwandeln, in der sie verwundbar sind. Ey, Link ist zu scheiße, um irgendwas zu treffen, wird es sein. Au, au, au. Okay, ich interpretiere das falsch. Ich muss sie nicht besiegen. Ich muss sie für mich nutzen. Bringt mir natürlich nichts, wenn sie zurück in die Lava rollen. Denn was ihr vielleicht gesehen habt. Hör auf wieder in die Lava zu rollen! Komm, ein bisschen raus. So, das reicht. Helfen wir an. Nicht so. Oh. So. Jetzt können wir ihn aufheben. Hier auf dem Knopf ablegen, was das Feuer wegmacht, und wir kommen nun, wie man an der Kiste vermuten mag, an den Boss Key oder Master Key, weiß nicht, wie er in England heißt, den großen Key. Okay, du hast den großen Schlüssel gefunden, der ermöglicht dir, das Versteck des Wächters zu betreten. Ruf mit Hilfe von Steuerkreuz nach oben den Kartenbildschirm auf, finde ihn und mach ihn den Gar aus. Und zwar ist er
Über uns, okay. Hier gibt es keinen anderen Weg nach draußen, deswegen müssen wir wieder so zurück. Aber jetzt nicht auf einmal Feuerfledermäuse. Oh, ist ja nett. Ist ja höchst freundlich. Naja. Okay, aber ein Schlag mit dem Enterhaken reicht, um die Fledermäuse zu töten. Das ist schön. Das ist sogar sehr, sehr schön. Naja. Gut, dann weiter geht's. Zurück geht's, besser gesagt. Jetzt klettern wir hier ein bisschen nach oben, weil sonst kann ich... Ja, das ist zu weit nach oben, sonst habe ich keinen Schwung. Und nochmal und... Swinglink, gut. Hätten wir das... ja, ich denke mal, wir müssen hier einfach wieder zurück. Und dann wieder mit dem Käfig. Oder halt mit dem Boden vom Käfig nach oben. Weil anderen Weg gibt es jetzt hier an der Stelle nicht. Danach müssen wir hier lang. Ah ja, und ich sehe schon, was wir machen müssen. Nehme hier den Krug mit Wasser und gehen darüber. Dann können wir wieder nach oben. Schon cool gelöst, finde ich, der Dungeon hier. So, und ich hoffe, das reicht, dass wir nach oben können. Ja, es reicht. Die Plattform positioniert sich noch richtig und dann geht's ab. Ey du, gib mir deine Kette. Da hast du sie nicht mehr. Anscheinend hat er sie nicht mehr. Na gut. Oder er hatte nie eine, keine Ahnung. So. Jetzt gehen wir nach draußen. Denn wir müssen wieder da anders hin. Das heißt, wir müssen hier jetzt wieder hoch klettern. Nach oben klettern noch ein bisschen. Und jetzt schwing dein Rüssel-Link. Ich schneide das, glaube ich, für euch, damit ihr hier nicht sehen müsst, wie ich hier verzweifelt versuche, hochzuklettern. Okay, das ging dann doch relativ fix. Und da hinten sehen wir auch schon den Bossraum. Das heißt, wir können ihn heute noch besiegen sogar. Sehr schön, sehr schön. Denn wir hätten hier schon mit dem Enterhaken oder mit dem Greifhaken oder Greifhaken am Seil, was auch immer, hätten wir schon die ganze Zeit hier rüber gekonnt. Jedoch würde uns das nicht besonders viel bringen. Denn wir haben ja den Key nicht. So, und hier sind nochmal zwei Kisten mit Rubinen drin, nehme ich an. 10 Rubine nochmal hier. Das heißt, wenn wir nach Portemonnaie wiederkommen, können wir dann ordentlich Money ausgeben. Kannst du mal bitte dich verpissen? Bist du wieder zu nah? Jetzt krieg ich den. Da sind auch wahrscheinlich wieder Rubine drin, oder? Du hast ein Ritterwappen gefunden. Es wird in deiner Beutetasche aufbewahrt. Jeder Schwertkämpfer, dessen Fähigkeiten ein meisterliches Niveau erreicht haben, weiß seinen Wert zu schätzen. Yep. Die, was wir mit denen machen, weiß ich sogar. Wir können sie bei... Ah, eine Fee. Wir können sie bei Vater Orca gegen
Unterrichtsstunden eintauschen. Du hast eine Fee in der Flasche gefangen, siehst einen Schutzengel und rappelt dich auf, wenn du im Kampf zu Boden gehst. Lege sie auf Y, Z oder X und lass dir von ihr helfen, wenn du am Ende deiner Kräfte bist. Ja, sollten wir Game Over gehen. Also sollten wir... Oh, hier sind sogar zwei. Sollten wir Game Over gehen, können wir dann mit der Hilfe der Fee wieder aufstehen. Aber jetzt geht's erstmal zum Boss. Da ist der Schwanz von Baloo. Und er wird von niemandem gezogen. Also von niemand geringerem als... Ich hoffe, man sieht die Bossnamen. Nein, in Wind Waker sieht man die Bossnamen nicht. Das ist natürlich echt fies, finde ich. So, und zwar müssen wir jetzt, glaube ich, das hier machen. Nee. Oder? Doch. Nee. Denn das ist Goma. Ja. Das ist eine andere Form von Goma. Und zwar müssen wir dafür... Ich muss mir erstmal aufdrappeln. So. Müssen wir den Schwanz von Baloo greifen. Und ihn etwas anpissen. Aber es hat seinen Wert. Denn wir kommen hier jetzt auf diese Plattform hoch. Und bam, hauen diese Steinplatte auf Gomas Fresse. Und zwar müssen wir jetzt wieder warten, bis sein Schwanz beruhigt hat. Er tut die Platte wieder nach oben. Ja, anstatt sie einfach kaputt zu machen. Bist du höchst genial. Und tust sie wieder nach oben. Aber wir sind leider knapp nicht drauf gelandet. Schade. Und bam, wir hauen sie nochmal ein zweites Mal drauf. Knacks macht das Exoskelett von Goma. Ah, der taucht nochmal unter in die Lava. Auch wenn ich sagen muss, Goma ähnelt hier jetzt wirklich gar nicht einer Spinne. Also es gibt sehr viele Interpretationen von Goma, aber das ist die, die am wenigsten nach einer Spinne aussieht. Aber eine der epischsten. So, und nun knallen wir die Platte ein drittes Mal auf Goma. Und wer Nintendo-Spiele gespielt hat, weiß, was beim dritten Mal passiert. Sie ist noch nicht besiegt. Aber ihre Rüstung, ihr Exoskelett zerbricht und wir können ihr nun Schaden machen. Und zwar folgendermaßen. Wir müssen erstmal was sehen. Link, schon mal was von Anvisieren gehört? So. Und jetzt können wir ihr Auge richtig geil bearbeiten. Nicht in die Lava fallen, Link. Das wäre ganz nett. Ja, wenn du schon mal so stehst. Und nochmal gleich. Und. What? Ich bin auf der Lava. Sieht. Ich bin über die ganze Lava sie gehüpft. Oh. Das hatte ich noch nie gesehen. Wir wurden wieder teleportiert. Und wir blinken die ganze Zeit rot auf. Und jetzt nicht mehr. The fuck war das? Das war der geilste Bug, den ich je gesehen habe. Haben nun einen Boss besiegt und wer Zelda-Spiele gespielt hat, weiß, nach einem Boss kriegt man einen Herzcontainer. Du hast einen Herzcontainer gefunden, damit erhöht sich deine Energie um 1, zusätzlich wird deine Herzleiste wieder vollständig aufgefüllt. Yep, wird sie. Nun denn, gehen wir in die Mitte und werden mit der Kraft des Windes heraus teleportiert. Doch gar nicht hinterfragt von Link, der läuft einfach rein. Und der ehrenwerte Baloo, wie er genannt wurde, ist nun wieder glücklich. Dann nichts mehr an seinem wertvollen Schwollock zieht.
Außer wir vorhin. Aber das... Das ist okay. Dark Bean! Na, willst du ihm nicht etwas sagen, Komori? Midoli hat mir alles erzählt. Dark Bean, danke. Es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Ob ich eines Tages auch so mutig werde wie du? Aber natürlich. Ich war Dark Bean. Dark Bean hier. Ich will, dass du sie bekommst, Dark Bean. Und ich hoffe, dass ich bald den Mut haben werde, nicht mehr von Herausforderungen wegzulaufen. Du hast Dins Dämon erhalten, ein göttliches Artefakt, das beim Volk der Orni von Generation zu Generation weitergegeben wird. Der immer noch auf der Pose ist. Der ehrenwerte Valu möchte dir auch seinen Dank aussprechen. Hier bitte Drachensprache einfügen. Nutze den Wind, die Kraft des Gottes des Windes, weise. Was meint der ehrenwerte Valuno damit? Gott des Windes? Meint er vielleicht den Gott des Schreins in der Höhle dort? Oh, ja, den haben wir schon aufgesucht. Und außerdem hat sich der ehrenwerte Valu Held genannt, Dark Bean. In der Tat, für uns bist du halt wirklich ein Held. Ich werde mich auf den Weg zum großen Valu machen. Schließlich möchte ich auch endlich ein paar prächtige Flügel haben. Warte, Komori! Nochmals vielen Dank, Dark Bean. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Ja, wir werden uns bald wiedersehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, denn das war's nun auch schon für diesen Part The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Abonniert, lasst einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, euer Dark Bean und genießt die Endcard.